Ganz ruhig bleiben, meine Freunde. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, was passiert hier gerade. Gibt es tatsächlich nach über einem Jahr mal wieder GTA 5 Gameplay auf dem Kanal von Amix? Ja, das passiert gerade tatsächlich und dann gibt es immer noch Leute, die nicht an Wunder glauben. Keine Ahnung, was bei euch falsch ist. Aber lasst mich euch mal erklären, wieso es jetzt hier wieder GTA 5 zu sehen gibt. Das Geile an GTA 5 ist, dass ich hier so viele Dinge machen kann, die ich in echt nicht machen kann. Ihr seid im echten Leben zum Beispiel ein totales Opfer und habt keine Freunde so wie ich. Kein Problem, in GTA 5 könnt ihr trotzdem Partys machen. Okay, Spaß zur Seite, meine Freunde, was geht ab? Es ist jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal kein Clickbait hier auf meinem Kanal. Es wird in Zukunft wirklich wieder teils GTA 5 hier zu sehen geben. Warum das Ganze? Ich weiß, 90% von euch denken jetzt wahrscheinlich wegen Klicks und Geld, wobei es sind wahrscheinlich 100%, die das denken. Ich will ganz ehrlich zu euch sagen, meine Freunde, natürlich stimmt es teilweise, aber ich möchte euch zu diesem Thema mal was erklären. Und zwar ist mir wichtig, dass ihr Folgendes versteht. Mein Kanal ist, was Werbung schalten angeht, bei Videos schon ziemlich gefickt. Und zwar richtig tief in den Arsch. Also es ist jetzt eben so, ihr wisst das Ganze ja, dass ich ziemlich selten Werbung schalten kann und es wird bei GTA 5 Videos auch nicht anders sein. Und zwar liegt das Ganze daran, bei YouTube ist es so, dass wenn man oft Sachen hochlädt, die eben nicht so werbefreundlich sind, und es ist bei mir eben sehr oft der Fall, dann kommt man bei YouTube auf die sogenannte Hurensohnliste. Und die Leute, die eben auf dieser Hurensohnliste stehen, so wie ich, die haben ordentlich reingeschissen. Denn da ist es jetzt so, dass YouTube davon ausgeht, dass jedes einzelne Video, das hochgeladen wird, voll auf diesem Kanal eben nicht werbefreundlich ist. Und YouTube macht das jetzt eben so, dass sie so gut wie jedes Video eben einzeln überprüfen, ob das Video eben werbefreundlich ist oder nicht. Und erst wenn sie es überprüft haben und der Meinung sind, dass es werbefreundlich ist, erst dann schalten sie Werbung. Und das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt eben Folgendes: Es dauert verfickt lange, bis YouTube das Ganze mal überprüft hat. Und deswegen wird eben bei den meisten Videos von mir keine Werbung geschalten und das wird bei meinen GTA 5 Videos auch nicht anders sein. Und beim letzten Video konnte man es ja auch wieder sehen, da haben auch wieder extrem viele in die Kommentare geschrieben, wo eigentlich die Werbung bleibt. Also so viel auf jeden Fall zu dem Thema GTA 5 Videos nur wegen dem Geld. Und die Klicks, die ich mache, wenn ich ein Video hochlade, die sind eigentlich ganz okay, wenn man eben berücksichtigt, dass ich wirklich eine verdammt lange Zeit inaktiv war. Das letzte Video hat jetzt zum Beispiel 30.000 Klicks gemacht, danke dafür übrigens. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Aber wenn es nicht wegen dem Geld ist, wieso macht Amix dann überhaupt irgendwas, fragen sich jetzt sicher viele von euch. Wieso macht der geldgeilste YouTuber überhaupt etwas von früher, wenn er daran nichts verdient? Ich habe damals, als GTA 5 rauskam, 2 Jahre lang GTA 5 Videos hochgeladen. Das heißt also auch, dass ich 2 Jahre lang so gut wie jeden Tag GTA 5 gespielt habe. Und mit der Zeit hat das Spiel dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann wurde die GTA 5 YouTube Community auch noch so, wie sie heute eben ist. Und dann hatte ich die Schnauze endgültig voll. Und jetzt habe ich in letzter Zeit eben mal wieder GTA 5 gezockt mit meinen Freunden. Und ich habe die ganzen neuen DLC-Sachen und so weiter ausprobiert. Und ich muss sagen, es hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Ich meine, es gibt inzwischen verdammte fliegende Motorräder und Autos. Damals zu meiner GTA 5 Zeit, da war das ein verfickter Traum, wenn es überhaupt mit Mods möglich war. Und heute ist es einfach völlig normal und jeder Spieler hat das Ganze. Also ist wirklich extrem geil. Wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Wer von euch ist schon von Anfang an bei GTA 5 dabei? Also wer hat sich das Spiel in den ersten Release-Wochen geholt? Schreibt das Ganze mal in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren. Wie auch immer, auf jeden Fall zocke ich in letzter Zeit eben wieder verdammt oft dieses Spiel. Und deswegen gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, es nicht auch auf YouTube hochzuladen, irgendwelche geilen GTA-Sachen eben. Und ich bekomme heute noch immer extrem oft Nachrichten, wann ich mal wieder GTA 5 auf meinem Kanal bringen. Natürlich werde ich auch weiterhin solche Videos bringen, die ich eben in letzter Zeit so gebracht habe, weil das macht mir einfach übel Spaß, über irgendwelche Themen oder YouTuber und so weiter zu sprechen und deswegen werde ich damit auf jeden Fall nicht aufhören. Ich meine, es passiert so viel traurige Scheiße auf dieser Webseite hier, worüber ich eigentlich Videos machen sollte. Habt ihr zum Beispiel mitbekommen, was die Geschwister Bibi und Julienko gemacht haben? Julienko kam ja ins Krankenhaus, weil er irgendwie eine Blinddarmentzündung oder so eine Scheiße hatte, was natürlich extrem kacke ist, das wünsche ich wirklich keinem. Aber wisst ihr, was das erste war, was er nach dieser OP gemacht hat wegen seinem Blinddarm? Also wirklich direkt danach, eine halbe Stunde danach. So geil. Er hat ein verkacktes Video darüber gemacht und erzählt, was los ist. Ist ja an sich nicht so schlimm, aber ich kann euch mal sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Julienko hat zu seiner Schwester Folgendes gesagt: Bibi, irgendwie habe ich Bauchschmerzen, bitte lass mal ins Krankenhaus gehen. Und hat seine Schwester gesagt: Alter, das ist eine verdammt gute Idee, dann können wir geile Videos, geile Clickbait-Videos machen und ordentlich Cash abkassieren. Und darauf er dann eben: Alter, du hast verdammt recht, hoffentlich geht die OP irgendwie schief, damit wir noch bessere Clickbait-Titel benutzen können. Also er lädt eben direkt nach dieser OP ein Video hoch mit dem Titel: Not-OP, deswegen bin ich im Krankenhaus, schwuler Smiley. Und weil die Klicks, die sie mit diesem Video von Julienko da gemacht haben, Familie Clickbait noch nicht ausgereicht haben, hat Bianca einfach auch noch ein Video gemacht mit dem Titel Es tut mir leid. Da denkt dann natürlich jeder, dass sie sich jetzt irgendwie entschuldigt für ihren Drecks-Song oder dafür, dass sie ihre kleinen Fangirls ausnutzt und so weiter, aber nein, das war nicht das Thema von dem Video. Es ging dann in dem Video einzig und allein darum, dass ihr Bruder im Krankenhaus liegt und dass es ihr leid tut, dass sie deswegen keine Videos hochladen kann. Das Beste an der ganzen Scheiße ist aber Folgendes, und zwar
hat Julienko unter seinem Video dann das Video von Bianca verlinkt, auf Motto, schaut das Video auf jeden Fall an, das ist interessant, was da erzählt wird, obwohl in diesem verkackten Video von Bianca nur erzählt wird, dass man das Video von Julian anschauen soll. Naja, die Klicks haben sie dann auf jeden Fall bekommen, also die Blinddarmentzündung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Fucking YouTube, Alter, ich schwöre, ich könnte jeden Tag ein Video hochladen, in dem ich zeige, wie traurig YouTube geworden ist. Wie auch immer, darum soll es ja weniger in diesem Video gehen. Was ich aber auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist Folgendes, und zwar werde ich dann natürlich in Zukunft auch wieder öfters GTA 5 Livestream auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise was heißt öfters, überhaupt mal Livestreamen hier. Also wird auf jeden Fall auch ziemlich geil. Aber Folgendes ist jetzt auch wichtig, meine Freunde, und zwar bin ich jetzt erst noch 2 Wochen im Urlaub, genauer gesagt in Thailand, ein paar Nutten ficken, ihr wisst Bescheid, und danach noch 1 Woche in Köln auf der Gamescom, wo ihr mich übrigens treffen könnt. Aber auf jeden Fall kann ich eben in der Zeit keine Videos hochladen. Das heißt eben, ich werde erst Ende August wieder daheim sein und dort dann auch wieder Videos hochladen können. Also folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, denn ich werde wirklich eine Menge geile Scheiße in meine Story hochladen, wenn ich eben in Thailand bin und so weiter. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Aber sobald ich dann eben aus Thailand wieder zurück bin und von der Gamescom, werde ich hier auf jeden Fall wieder richtig geile Scheiße hochladen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich das Video hier gemacht habe, weil ich mich einfach übelst drauf freue, übelst gehypt bin. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sich jetzt einige von euch auch drauf freuen. Wie auch immer, das war es dann erstmal mit dem Video. Was ich dann genau für GTA 5 Videos hochladen werde, werdet ihr dann sehen. Aber falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht gehe ich da eben auf ein paar Wünsche ein. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge geile Ideen. Aber wie auch immer, dann war es das von mir. Vergesst auf jeden Fall nicht, meine Social-Media-Seiten abzuchecken. Ihr wisst die ganze Scheiße ja selbst. Und dann haut rein.